Man, klar, Überhaupt nicht. aller Anfang ist schwer, sag ich mal. Man kann auch mal Fehler Natürlich. machen und auch ich laber manchmal Scheiße. Ist einfach so. Stefan, ich glaube, wir labern die ganze Zeit nur Scheiße, wenn wir Ja, wir kommentieren. so oder so. Wir beide so oder so. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Reifen. Wir sehen nämlich ein paar Leute mit den Supersofts, und zwar den Luca, den Behind, besser gesagt, den Gerhard, Arrogance, Mauskuh, Suradon, Fuzzi und Philipp. Also die starten alle mit den Supersoft und Philipp. Moment, sehe ich ja jetzt erst, der startet von 19. Philipp von 19? Philipp von 19? Das sehe ich jetzt erst. Der ist doch. Ey, der kämpft doch mit um Platz 3. Was ist da los? Ja, aber ich Hat er denn weiß eine gar nicht. Quali-Strafe? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob der jetzt im Quali, ob da irgendwie was schiefgelaufen ist oder Ich nicht. auch Ich habe nicht, das sehe ich keine jetzt Ahnung. erst. Vielleicht weiß das irgendwer im Chat so, was da los ist beim Philipp. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der so eine schlechte Zeit gefahren ist, dass er von 19 fahren muss. Also wenn da irgendwer im Chat Infos hat, vielleicht mal kurz durchgeben. Aber es starten erstaunlicherweise echt viele auf den Supersoften. Wir haben 7 Fahrer, die auf den Supersoften starten. So, gerade noch mal schnell die Nase frei gemacht für den Start. Du gehst ins So, Mittelfeld dann am gehe ich Anfang, ne? mal, ja, ich gehe mal auf P10. Jawohl, sehr gut. Ich bin auf dem Keulen drauf. So, die letzten Fahrer kommen in die Startposition. Und dann geht's jetzt los. Die Ampel geht jetzt hier im Moment an. Wir warten noch kurz. Da ist die Ampel. 3, 4, 5 und der große Preis von Frankreich geht los! Und da kommt der Suchti kommt da relativ langsam weg. Vorne alles gut, da sehen wir schon die ersten Positionsveränderungen. Ja, CSKN und Suchti beide. Fuzzi ist auch nicht gerade gut weggekommen. Warum bin ich auf dem DB? Ich war doch gerade noch auf dem Keulen. Und Keulen konnte sich schon auf die 2 setzen, dann Oh, kam und sie da vorbei. gibt's die ersten Unfälle. Eieiei, oh, was ist denn da los jetzt? Ja, ich sehe da im Eieiei. Hintergrund ein bisschen was. Ich bleibe aber noch vorne. Du kannst dir mal Ja, berichten. Mauskuh. Eieiei, da sind einige verwickelt gewesen. Das war jetzt nicht so der prickelnde Start, den sie sich vorgestellt haben, glaube ich. Ah je, das ist natürlich ärgerlich. Mauskuh kaputten Flügel, der wird jetzt in die Box fahren. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, und da haben sich Suradon und Philipp haben sich berührt. Der fällt jetzt wieder zurück, weil der von der Strecke gekommen ist. Ja, vorne sieht es eigentlich Eieiei. ziemlich gut aus. The B, Köln und Kasi kommen sehr gut weg. Und Köln setzt sich schon langsam so ein bisschen hinter The B. Oh, Fuzzi hat die Strecke, die Kurve jetzt so ein bisschen verschätzt, kommt da ziemlich weit raus. So, und jetzt schalten wir mal nach hinten. Eieiei, Da setzt Leute. sich gerade der F1-Hammer an Luca ran und kommt vorbei. Also hinten viele Schwierigkeiten und wir sehen auch schon die ersten. Ja. Luca in die Box. Braucht da einen neuen Flügel. Der holt sich einen neuen Flügel, Ah, ja. schnell jemand Neues suchen. Da ist nämlich der Hotze jetzt hinter Craugino. Vorne noch ganz eng. Ah, und der Beef fährt jetzt schon aus dem Sorry. DRS-Fenster raus. Wow, und Ja, da ganz sind viele jetzt da die in der ganzen. Box. Ja, das sind die Leute, die gerade da verwickelt waren in dem Unfall. Die holen sich jetzt alle neuen Flügel. Stellen um auf die Soften, um wahrscheinlich noch ihre Strategie durchzubekommen. Der einzige, der auf den Supersoften bleibt, ist der Suradon und der Johnny. Sonst alle umgestellt auf die Soften. Da bin ich mal gespannt. So.
Also wir sehen den Debi, der setzt sich hier schon langsam von Colin ab. Mal schauen, ob der das auch halten kann über das Rennen hinweg. Okay, LX schreibt gerade im Chat, dass der Philipp heute mit Sim-Einstellungen unterwegs ist. Das würde einiges erklären. Aber auch ein mutiger Schritt zu sagen, hier im Kampf um Platz 3, dann zu sagen, ey, ich fahre jetzt das letzte Rennen mit Sim. Ja, wenn er vorhat, in die Sim zu wechseln, ich meine, Und wie wir wie vorhin schätzt du? mitbekommen haben, dass keiner absteigt, wenn die in die Sim gehen. Und hatte Verliert er jetzt. da eigentlich nicht viel? Ne, das stimmt. So, und hatte jetzt ganz, ganz eng an Caugino ran. Versuch's da außen, beziehungsweise innen. Aber Hotze kann sich erstmal verteidigen. Der hat auch direkt den Resox im Nacken. Also im Red Bull Sandwich sozusagen, der Ferrari. So, und jetzt die erste Runde mit DRS. Jetzt könnte er natürlich angreifen. Flügel ist offen. Ah, das wird schon ganz eng da. Muss da noch ein bisschen zurückstecken, muss noch eine Runde warten. Kasi hinter Kolbenbrede. Also hinten zieht sich das Feld jetzt ein bisschen, die sind da ein bisschen arg weit auseinander. Bis auf Johnny und Fuzzi, da ist Johnny an Fuzzi dran. Und arrogant an F1 Zimmer. Oh, da verbrennt sich Fuzzi so ein bisschen. So, und jetzt schauen wir mal bei Kasi. Der könnte jetzt den Angriff langsam auf Colin Brede starten, der sich ja eben am Start an ihn vorbeidrängeln konnte. Und da spielt natürlich jetzt Debi ganz schön in die Karten, der sich dadurch jetzt immer weiter vorne absetzen kann. Oh, jetzt hat. Da ist der Zweikampf, den verpassen wir gerade ein bisschen. Arrogant gegen F1 Hammer, den Arrogant gewinnen konnte scheinbar. Da wollte ich natürlich jetzt nicht wegschalten vom Zweikampf da vorne. Aber F1 Hammer wieder zurück. Okay, da gehe ich jetzt noch mal drauf. Das ist ja spannend da hinten. So, Arrogant jetzt erstmal der Sieger. So, und jetzt greift Kasi an. Kasi vorbei an Kolbenbrede. Und dahinter kommt jetzt direkt Caugino und Hotte. Du bist auch hinten da vorne drauf oder wo bist du gerade? Ich bin auch vorne drauf, ja. Das ist ein ganz spannendes, enges Feld, nämlich. Hinten ziehen sie sich so ein bisschen auseinander. Aber vorne ist ein echt enges Feld hier. Ich gehe mal auf Crauginho drauf. Der So ein Colin jetzt ist gegen jetzt. Caugino und Caugino vorbei mit der Brechstange. Und damit fällt Colin Brede auf Platz 4 zurück. Und jetzt direkt der Ferrari Hotte, der da ebenfalls an Colin Brede vorbeigeht. Ja, was ist denn da los? So, Duffy in die Box. Vielleicht schaust du mal, muss er sich einen Flügel holen, einen neuen? Ja, nee, der muss. Sieht nicht so aus. Ah, der holt sich die Soft. Ah, doch, er holt sich einen Flügel und die Soften. Scheint da eine Kollision gehabt zu haben mit jemandem. Okay. So, und hier, bis jetzt sieht das schon ziemlich gut aus hier vorne. Also, Köln, der Verlierer irgendwie. So, und jetzt der Angriff von Craugino gegen Kasi. Und das geht super hier von der Hand. Also, Craugino setzt sich jetzt erstmal auf die 2. Und damit behält Craugino erstmal seinen Platz 3 in der Tabelle.
LX schreibt, zeigt mal bitte Ducky. Aber sicher, gerne doch. Der kriegt das nämlich jetzt gleich mit F1-Hämmer zu tun. Oder er hat es mit ihm schon zu tun, besser gesagt. Ja, er ist eine Runde vorher jetzt an ihm vorbeigezogen. Kommt jetzt immer näher an Arrogant dran. Ja. Ich guck mir die Sache vorne mal an, weiterhin. Ja, da ist jetzt nämlich der Hotte direkt bei Kollenbrede und Kasi, also ich bin mit einem Finger drauf. Schauen wir noch, ob der Ducky hier drankommt an Arrogant. Ja, der B macht halt ein sensationelles Rennen. Der fährt da den Leuten davon, das ist ja... Das ist aber typisch, sag ich mal, der B. Der ist von Anfang an dabei. Die Frage ist natürlich, kann er das bis zum Ende durchstehen? So, Ducky saugt sich jetzt schon mal ran an Arrogant. So, was da passiert? Colin Brede auf einmal 2 Sekunden Abstand hinter Hotte. Hat der wohl einen Fehler gemacht, oder? Und jetzt ist Reeks nämlich dran vorbei. Oh, da dreht sich jemand. Wer hat sich da weggedreht? Ja, und aber da hat Fuzzi! Fuzzi nee. In die Wand. Fuzzi hat sich aufgegeben. Rausgedreht und in die Wand, ja. Und Colin scheint da ein paar Probleme zu haben. Der ist jetzt schon auf 6 zurückgefallen von der 2. Ich glaube, dann schaue ich mal, ob ich den Fuzzi ranbekomme hier. Und fragen, was passiert ist bei ihm. Jawohl, und Colin jetzt in die Box. Mal schnell schauen, holt er sich einen neuen Flügel oder was da los? Nee, nur einen neuen Reifen. Nur neue Reifen. Was? Ich verstehe das nicht. Ich schicke Fuzzi eine Einladung und die wird dann XX Behind geschickt. Das hatte ich auch schon. Warum denn das? Das ist irgendein PSN-Bug, also X Behind, bitte lass dich nicht ablenken. So, ich schau mal kurz im Chat. Ich will natürlich jetzt aber auch hier nicht zu viel verpassen. Also Colin jetzt erstmal zurück auf die 11. So, ich gehe mal auf den Hotte. Der saugt sich nämlich jetzt an Crogino langsam immer wieder ran. Ah, und gleichzeitig verpasse ich da Sirius Kane an Resux. Ja, und Audi schreibt im Chat, Fuzzi raus, heul, der Junge hat so Pech die Saison, grüßt ihn von seinen Lieblingsteamkollegen. Das machen wir doch gerne. Also Fuzzi, falls du das nicht gehört hast, wir sollen dich von deinem Lieblingsteamkollegen Audi grüßen. Oh, was ist da? Probleme in der Boxeneinfahrt. Crogino und Kotze gleichzeitig in die Box. Haben sich da auch leicht berührt bei der Einfahrt. Und fahren jetzt gleichzeitig wieder raus. So, wer kommt da jetzt besser raus? Kommen auf jeden Fall vor Kolbenrede raus. Das ist auch so, diese Boxenausfahrt, die ist so tückisch, weil die halt voll auf der Ideallinie sitzt. Ja. Wenn du da nicht aufpasst, ob von hinten einer kommt, das ist echt... Das kann gefährlich enden, ja. Also, immer Vorsicht geboten als derjenige, der da von außen kommt, aber natürlich auch die Leute, die da aus der Box rausfahren, müssen da alle aufpassen. So, und dafür jetzt hinter Gerhard. Der sitzt ihm da im Nacken.
Und sind jetzt auch vorbei. Ohne Probleme mit den Softreifen. Ah, oder auch nicht. Gerhard setzt da nochmal an. Aber jetzt ist da viel vorbei. So, Debi und Kasi jetzt auch zeitgleich in die Box. Und damit übernimmt vorerst Cyrus Kane die Führung des Feldes. So, schauen wir mal, wo es jetzt spannend wird oder bleibt. Also Kasi kommt hinter Kolbrede raus. Ja, Auto, da hast du recht, es gibt eine Minimap, aber da guckt nicht jeder drauf. Und Duki! Duki an Arrogant vorbei. Das hat jetzt aber auch gedauert. Aber jetzt hat er es geschafft. So, Johnny mit der ersten, ja, mit der Zeitstrafe. Ob das die erste ist, weiß ich nicht. Oh, und der B auf Platz 6, was ist da passiert? Der war in der Box. Das ist normal. Okay. Also, Kasi der Einzige vom vorderen Feld, der am Ende hinter Kolbrede rausgekommen ist. Aber der setzt sich jetzt da dran. So, und jetzt gehen auch die restlichen aus der Arrogant in die Box. Bin ich auch mal gespannt, wo die rauskommen. Also, die muss auch noch. Ah, aber jetzt verliert Kasi wieder Zeit auf Kolbenräder. Also er kommt nicht wirklich ran. Was glaubst du denn, was wir hier heute die ultimative Strategie haben werden? Also was die ultimative Strategie ist für die vorderen Leute? Die sind ja alle auf Ultrasoft gestartet. Schwer zu sagen. Also ich denke mal, dass jeder seine eigene Strategie ausmachen wird, weil... Wie ich sehe, B ist wieder auf Ultrasoft gegangen. Ha, also ich würde sagen, Ultrasoft starten, ja, und dann würde ich persönlich, aber ich weiß nicht. Bis jetzt habe ich es im Training immer so gemacht, dass ich zweimal Supersoft drin hatte. Mhm. Kannst, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du es mit einer Zwei-Stopp-Strategie schaffst, wenn du die Ultrasoft fährst zweimal. Es ist eng, also klar, die Strecke frisst die Reifen wie ein Tier. So, wenn du da jetzt nicht konstant fahren Sucht, kannst... Die ist jetzt an B vorbei? Ja. Nee, die B ist an Sucht, die wieder ran. Ah, okay. Also Sucht, die muss ja noch in die Box. Ja, und fährt jetzt auch in die Box. In die Box, ja. Und Arrogant bleibt immer noch draußen. Ah, er hat auch die Supersoft. Deswegen kann er das machen. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt die schlauste Strategie von Arrogant war. Ja, die Frage ist, wie lange fährt er die? Also, ich habe die Supersoften, ich weiß gar nicht, wie lange wir die gefahren sind, aber ich glaube nicht lange. 3-4 Runden maximal. Ich weiß halt nicht, wie lange die heben auf der Strecke, die Supersoften. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass du damit 20, ja, 24 Runden machen kannst, aber auch nur, wenn du wirklich schonend wärst. So, und dann schauen wir mal auf die Positionsveränderung, auch wenn das jetzt natürlich Arrogant da vorne 13 Positionen gut gemacht, schön aussieht, er muss halt noch in die Box. Und Debi ist schon wieder, saugt sich da unglaublich schnell dran. Also er muss noch in die Box, ansonsten bis jetzt der Gewinner des heutigen Abends, Philipp, mit 8 Positionen gemacht. Der Verlierer ist ganz klar Fuzzi, er ist als einziger bis jetzt rausgeflogen.
Ansonsten sucht Ja, die Minus-8-Position. Philipp hat's echt gut gemacht. Platz 19 gestartet, mittlerweile auf 11. Kann sich schon mal Und sehen das mit lassen. Sim-Einstellungen. Wenn er heute Abend das erste Mal fährt mit Sim-Einstellungen, Hut ab. Ja, auf jeden Fall. So, und dann schauen wir mal auf den Hotte, der jetzt an Caugino ran sich saugt. Versucht's jetzt schon innen. Aber Caugino verteidigt das. Oh, und da hat er einen leichten Quersteher gehabt, der Hotte, wie es aussah. Ja. Boah, und jetzt hier fast Aber er bleibt dran. nebeneinander. Und von hinten kommt jetzt auch Colnbrede und Kasi immer näher. So, und hinten bahnt sich der nächste Angriff von Duki an auf Duffy. So, und jetzt ist Hotte vorbei an Caugino. So, vorne Debye an Erdoğan vorbei. Sag ich jetzt mal, ist im Prinzip erstmal uninteressant gewesen. Und Colnbrede gegen Kasi, da hat der Kasi gewonnen. Also, da waren drei Überholmanöver gleichzeitig. Konnten wir leider nur einen auf dem Bild haben. Und jetzt haben wir hier ein schönes Viererfeld. Hotte, Caugino, Kasi und Colnbrede. Ah, Duffy ist auch an Ducky dran. Das war jetzt gerade sehr knapp. Habe jetzt nicht genau gesehen, ob die sich berührt haben oder nicht, aber Duffy hatte einen ziemlichen Quersteher drin. Okay. Ja, Ducky hat natürlich die besseren Reifen jetzt noch. Die zwei Runden alten Super Softs gegen die sieben Runden alten Softs. So, wir schalten zurück ins Viererfeld. Wo Caugino immer noch oder jetzt gegen den nächsten Ferrari kämpfen muss. Denn Kasi kommt da jetzt ganz nah ran und kriegt jetzt auch DRS. Aber Caugino natürlich auch mit DRS wegen Hotte. Setzt sich daneben, aber ja, da steckt er jetzt ganz stark zurück. War ihm dann noch zu wenig. Geschwindigkeitsvorteil. Ja, und Colnbrede nur in Anführungsstrichen auf Platz 6 hier aktuell. Ja, aber er saugt sich halt auch immer weiter an Kasi ran, ne? Ja, nee, er hat Zeit verloren eigentlich, ne? Eben waren es noch knapp 8 Zehntel. Jetzt ist es nur noch eine Sekunde. Also Köln. Irgendwie ist meine Zeitangabe total hier irgendwie durcheinander. Ja? Ja. Das ist scheiße. Wie sieht es mit dem WM-Start aus, Schumania? Das kann ich dir sagen. Also aktuell noch Colnbrede auf jeden Fall Weltmeister. Da müsste er noch zwei, drei Positionen zurückfallen, damit sich da auch was dran ändert. Caugino und Hotte, das könnte jetzt spannend werden. Also Caugino aktuell 60 Punkte auf Platz 3, Hotte 45. Okay, das reicht nicht für Hotte. Also aktuell ist auch Caugino noch Platz 3. Da ändert sich jetzt unter den Top 3 nicht viel. Alles andere bräuchte ich jetzt mehr Zeit zum Ausrechnen. Aber Suchti müsste sich Sorgen machen um seinen Platz, wenn er da hinten bleibt. So, die Frage jetzt natürlich. Wie sehr beeinflusst Arrogant da vorne den Kampf? Okay, er geht da schön auf Seite als Ersatzfahrer. Richtige Entscheidung hier. Den Kampf nicht zu beeinflussen. Das macht er gut.
So. Also jetzt langsam beruhigt sich das Feld da auch wieder. Unsere vier. Auch an Arrogant vorbei. Ja, der macht da gut Platz, das macht er richtig. Ja, der hat den auch schön durchgelassen. So. Dankeschön, Schumania. So, Sirius Kane auch an Arrogant vorbei. Also der macht das echt spitze, hier als Ersatzfahrer nicht groß dazwischen zu funken. Kennt man auch anders. Ja, ich habe schon Ersatzfahrer gesehen, die haben hier den Kampf um die vorderen Plätze ganz schön durcheinander gewirbelt. Ja, so, und jetzt Caugino wieder an Hotze ran. Sorry, ich hab dich jetzt. Du willst ja auch zeigen, was du kannst, aber. Er macht das schon korrekt. Ja. Gerade bei den Jungs, da geht's teilweise um wichtige Plätze hier. So, wettertechnisch sieht es eigentlich noch ziemlich trocken aus. Also irgendwo hat sich heute... Du hat was das, ne? Der sagte, es würde regnen. Ja, ich habe gemeint, laut Ding, was ich gesehen habe, hat es angezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass es Regen ziemlich groß ist. Aber so wie es aussieht... Ja. Ja gut, wenn es dynamisch gestellt worden ist, das habe ich jetzt leider in der Lobby nicht gesehen, dann kann es natürlich auch trotzdem trocken bleiben, das ganze Rennen. Ja. So, Caugino immer noch hinter Hotze. Der lässt sich locker, der Caugino hier. Dreht jetzt noch mal ein bisschen auf. Das macht es für Kasi natürlich auch nicht einfach, so dahinter zu bleiben. So, und Colin Brede muss langsam aufpassen, weil der Cyrus Kane kommt da jetzt langsam auch immer näher. Und so, und jetzt ist Caugino vorbei. Jetzt ist er vorbeigegangen. Ganz stark gemacht hier. Oh, und schnellste Runde von Gerhard. Dem Ersatzfahrer auf Platz 18 da unten. Hat frische Ultrasots. Oh, da war ich jetzt gerade drauf. Der hat sich gerade so dermaßen verbremst. Der war fast im Surathon drauf gefahren. Oh Gott. So, und Behinds und F1-Hammer kämpfen da jetzt gegen Suchti jetzt gleich. Und oh, F1-Hammer wird da weit nach außen gedrängt. Kommt aber wieder auf die Strecke zurück. Ja, und jetzt bin ich natürlich vorne weg. Wo immer noch Hotte an Caugino ranhängt. Und die B inzwischen 8 Sekunden Vorsprung. Ey, das ist ja unglaublich. Ja, das ist Wahnsinn, was der... davon fährt. Das sah im Quali noch nicht danach aus, ey. So, und Caugino, jetzt sind 3 Sekunden Zeitstrafe und das könnte am Ende ihn den Hals kosten. Muss er aufpassen. So, und Cyrus Kane jetzt im DRS-Fenster von Colin Brede. Also Colin Brede doch überraschend langsam unterwegs jetzt gerade im Rennen, ne? Ja. Und Surathon in der Box, der holt sich jetzt, was holt er sich? Ja, 15 Runden alt, super soft. Oh, er steigt immer auf die Ultras. Okay. Überraschend. Also irgendwie... Sehen wir hier eine ziemlich verrückte Reifenwahl. Ich weiß ja nicht, ob das die beste Idee war. Ja, also De Beer ist auch nochmal auf die Ultras gegangen und Hotze jetzt wieder an
Caugino vorbei. Jetzt war ich hier bei dem Zweikampf da hinten und verpasst den Zweikampf vorne um Platz 2. Das ist natürlich scheiße. Sorry für die Wortwahl. Also ein echt spannender Kampf da um Platz 2, Caugino gegen Hotze, ey. Ah, steht ja auch ein bisschen was auf dem Spiel bei denen. Auf jeden Fall. Und das könnte jetzt natürlich wieder gut für Kasi sein, je nachdem, wie Hotze jetzt den Caugino ein bisschen auffällt. Und Kasi ist nämlich direkt hinter Caugino von den Punkten. 6 Punkte trennen die beiden. Ja, dieses Thema aufhalten, ne? Im Rahmen. Also, ich sag mal so, in der Situation wäre jetzt ein Aufhalten okay. Also, so ein leichtes Blockieren fände ich da auf jeden Fall angebracht. Kann man machen als Teamkollege. Es ist natürlich immer was anderes, wenn es dann eine Position ist, die nichts mit der Position zu tun hat. Genau. Sehr fein ausgedrückt. Ah. Und das wäre jetzt so ein Aufhalten, hier kennt man aus der Formel 1 ziemlich gerne von Lewis Hamilton und hier, sag schnell, Bottas. Da kann man das machen. Also, das finde ich in Ordnung. Ja. Das ist, weil man wenn's fährt ja nicht wenn's umsonst. Wenn es reguläre Positionen sind, kann man das machen. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist ja nicht umsonst auch, fährt man in einem Team. Man fährt ja nicht nur stimmt, alleine, man fährt das, als Team. Da hast du recht. So ein Caugino immer noch, also der lässt sich locker hier. Der gibt alles, um hier seine Position zurückzubekommen. Und da muss Hotze echt. Ja, der kommt da bestimmt ganz schön ins Schwitzen. Ja, muss ich echt in Acht nehmen, weil er saugt. Boah, sich halt immer mehr und da musste jetzt hier Caugino ganz schön auf die Bremse treten. Echt ein spannender Zweikampf zwischen den zwei. Und hinten sind die Zeiten, ja, die da hinten ist das Feld echt weit auseinander. Die einzigen, die sich da noch so ein bisschen am Betteln sind, sind Suchti und Philipp. Aber ansonsten ist das Feld echt weit auseinander. Ducky und Aerogunnet sind noch da, ein bisschen. So sucht die jetzt an Philipp vorbei gerade gegangen. Ich kann okay. Natürlich, manchmal fällt es mir schwer wegzuschalten von einem Zweikampf vorne, um dann nach hinten zu gehen. Auf den Zweikampf. Das müsst ihr mir manchmal ein bisschen verzeihen, wenn ich dann nicht wegschalte von dem Zweikampf, der gerade vorne stattfindet. Ja. So, da musst du ein bisschen mutig sein, Stefan. Wir sind ja auch zu zweit. Ja. So, und Kollenbrede fällt weiter zurück. Also der tut sich da ganz schön schwer. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Zwischen Qualifying und Rennen dann. Ja. Die Reifen abnutzen doch ein bisschen höher und dann kommst du halt manchmal echt an deine Grenzen in den Kurven teilweise. Mhm. So, und jetzt hat sich das bewahrheitet, was ich so ein bisschen vermutet habe. Hotte hält in Anführungsstrichen den Caugino ein bisschen auf und Kasi kommt dadurch jetzt immer näher ran. Der ist jetzt auch schon im DRS-Fenster. Von Caugino. Also es wird jetzt nicht einfach für den Red Bull, sich jetzt zu beweisen gegen die zwei Ferrari. Nee. So, und die B geht in die Box. Schön im Ferrari-Sandwich. Wo kommt B raus? 11 Runden alte Ultra-Softs, jetzt holt er sich die Super-Softs. Aber durchfahren kann er damit nicht. So, und der nein, kommt raus hinter Kollenbrede.
Und hinter Resox. Hinter Crunk Socks. Ja, Crunk Socks, wie auch immer man und den auch. Und Ducky noch an dem vorbei. Ducky auch und noch. Und da haben wir die Situation mit der Ideallinie, ne? Ja. Ja, ich war jetzt nicht drauf. Also ich kann jetzt nicht mitreden. Ja, aber Ducky hat es gut gemacht. Er hat da schön runtergebremst. Aber das ist das, wenn du jemanden hast, der das nicht da nicht aufpasst und dann wirklich mit der Nase voraus, dann kann das echt gefährlich werden. Ja. Bei der Ausfahrt. Das auf jeden Fall. So, und Crogino jetzt wieder hinter Hotte, also ganz eng dahinter. Und jetzt führt erstmal Hotte das Feld an. Und da sehe ich schon die erste Überrundung, glaube ich, davor, ne? Oder nicht die erste, der B war da bestimmt schon dran vorbei. Ja, der B war an Suradon schon vorbei, wo der in der Box war. So ein Kasi immer näher ran. Also das wird jetzt ganz enges Eis hier für Crogino. Ja, dann klicken wir uns hier mal ein bisschen durch. Ja, es sind jetzt alle schön auseinander. Also gibt keine wirklichen Zweikämpfe mehr da hinten. Suradon wird jetzt überrundet von Hotte, der ist hinter ihm. Ja, schauen wir mal, ob der gut Platz macht. Schauen wir mal, ob der schön Platz macht hier. Weil das wäre jetzt natürlich ganz ärgerlich für Hotte, wenn da jetzt irgendwie blockiert wird. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da wird der Suradon gut aufpassen. So, und jetzt die Frage, kommt der nächste Angriff? Na, wobei die Abstände sind zu groß für Crogino sowohl als auch für Kasi. So, wie sieht es aus? Ja, blauen Flaggen bekommen wir schon angezeigt und macht da auch schön Platz, ja. Fährt auf die linke Seite rüber. Na, macht auch nichts. Bleibt auf der Linie. Ja, die sind aber auch alle im Sparmodus gerade. Ja, doch, macht jetzt schön Platz. Ja, so will man das doch sehen. Jawohl. Schön gemacht. So muss das sein. So, der B saugt sich jetzt schon mal an den ersten wieder ran. Hinten an Crunk Socks. Und jetzt haben wir endlich mal wieder die Möglichkeit, den B ins Bild zu holen. Den haben wir jetzt sonst natürlich die ganze Zeit nicht im Bild gehabt, wenn er da vorne so alleine fährt. Dann bleib du mal auf der B, ich guck mir die ersten drei mal so an. Jawohl. So, hier außen deutlich schneller mit seinen frischen Reifen natürlich. Kein Problem. Ja, das ist echt Crogino echt im Ferrari-Sandwich, das ist Wahnsinn. Ja. So, und jetzt gleich kommt es dann zu dem Angriff auf Colin Brede, den Mann, mit dem er hier heute um den WM-Titel fährt. So, nimmt hier sehr schöne Schikane. So, Philipp kriegt noch 3 Sekunden Zeitstrafe. So, hin und wieder sehe ich dann doch mal die Zeitstrafen. Meistens übersehe ich die. Ja, man kann ja die Augen nicht überall haben, ne? Ne. Und am Ende ist es ja eigentlich auch viel schöner, wenn man dann so ganz überraschend sieht, oh, durch die Zeitstrafen fällt der zurück oder holt er sich noch einen Platz und so. Das ist dann immer viel lustiger. So, und jetzt setzt sich langsam Crogino und Hotze aber von Kasi ab, ne? Wenn mich da nicht alles täuscht, eine Sekunde inzwischen wieder. Ja. Also so ganz kann Kasi da die Pace nicht halten von den beiden.
So, währenddessen DB jetzt wieder direkt hinter Kolbrede. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr Kolbrede da versucht, den DB hinter sich zu halten. Duffy auch eine 3 Sekunden Zeit drauf, was passiert ist gerade. So, und DB bleibt erstmal noch dahinter. Also ganz so einfach will Kolbrede es ihm hier nicht machen. Dann schauen wir doch mal auf die Zeitstrafen, was die so machen. Ja, aber nicht zu viel verraten hier. Nein, nein. So, und Kolbrede kämpft hier tatsächlich richtig energisch gegen DB. Also will ihn hier ein bisschen dämpfen. Das wird natürlich strategische Gründe haben. Weil die verfolgen auf jeden Fall beide eine andere Strategie. So, jetzt außen DB geht hier erstmal vorbei an Kolbrede. Aber Kolbrede lässt sich locker jetzt im Switch weg und bleibt erstmal vorne. Ganz stark gemacht hier. Vom aktuell Tabellenersten. So, und jetzt ist vorne, das müssen wir im Blick halten trotzdem. Kasi direkt hinter Jorginho. Aber Jorginho kommt da besser aus der Schikane und jetzt ist DB da hinten vorbei. Hat natürlich die besseren Reifen, aber das war klar, dass der DB erstmal vorbeigeht. Aber das hat auf jeden Fall ihn ein paar Sekunden gekostet. Bist du noch fleißig am Rechnen da unten mit den Zeitstrafen oder wie? Ja, der Kopf qualmt. So viele. Nein, ich gucke mir jetzt gerade nur die wichtigsten Positionen, also Jorginho und na, mit wem kämpft er? Mit Kasi und Totte. Genau. Also aktuell sieht es ganz danach aus, wenn der Kolbrede die Pace, die er zumindest jetzt gerade fährt, auch wenn es nicht seine beste Leistung aktuell ist, aktuell würde er noch Weltmeister bleiben. So ziemlich das Einzige, was DB jetzt noch retten kann, wäre, dass Kolbrede einen Fehler macht. Oder die anderen von hinten auf einmal eine mega Pace auf an den Tag legen. Aber das sieht noch nicht so danach jetzt, aus. Bis jetzt, ich verrate mal nichts. Okay. Nee, verrate nichts. Das wäre nicht so schön. Ich will überrascht werden. Oh, und Philipp mit der schnellsten Runde 1:34.075. Ui, Philipp. Jetzt legt er hier aber los. Gewöhnt sich immer mehr daran. Das auf Sim-Einstellungen, ne? Ja. So langsam läuft das. Dann läuft der Hase. So, und das Feld hier vorne, das bleibt echt eng beieinander. Das ist mega schön anzuschauen. Ja. Wie die drei hier fahren. Und ich schalte mal nach hinten jetzt nach Suchti. Das können wir ja jetzt endlich mal machen. Der sich jetzt an Duffy annähert. Und Suradon wieder in der Box, was ist denn da los? Ja, der kommt nicht so ganz ins Rennen, glaube ich. Also der hat da Schwierigkeiten.
Der holt sich jetzt die Soften. Ja, ich glaube, der kommt mit den abgefahrenen Reifen kommt er nicht so zurecht, wie er das gerne hätte. Ja. Weil ich meine, 9 Runden alte Ultrasofts, wenn du die neu aufziehst, bei wie viel Prozent lagen die ungefähr? Bei 24, 25% müssten die gelegen haben. Ist eigentlich noch fahrbar, Also es finde ist auf jeden ich. Fall fahrbar. Es ist natürlich, man verliert Pace ohne Ende, das ist klar, aber man muss hier auch mit den abgeranzten Reifen fahren und jetzt ist Suchti an Duffy vorbei. Ja, das ist, du musst Und es mit Duffy macht da allem einfach mal einen lernen. Pfad durch geradeaus. Was war das denn jetzt? Gibt natürlich die Ja, Position zurück, aber aber vielleicht einfach die Bremse muss vergessen. er. Er muss ja die Position zurückgeben. Sonst handelt er sich zu den, was hat er jetzt bekommen? 3 Sekunden? Ja, 5 Sekunden, Stop and Go, 5 Sekunden. meine ich. Ja, und dazu bekommt er, glaube ich, ich weiß es gar nicht, wenn du die Position nicht zurückgibst, 3 oder 5 Sekunden nochmal obendrauf. Ja. Das wären dann schon 10 Sekunden. So, hatte 3 Sekunden Zeitstrafe. Also das ist natürlich dann irgendwo auch der Druck, ne? Der Druck, der von hinten kommt, jetzt in dem Fall von Crogino, der verleitet dann natürlich zu Fehlern. Ja, Und so häufen sich dann aber Zeitstrafen an. ich sag mal, durch die 3 Sekunden von Hotte jetzt wird's spannend. Also hier geht's um, falls manche noch nicht so aufgepasst haben, hier bei den drei geht es um Platz 3 in der WM-Wertung am Ende, also in der Fahrerwertung. Und da ist verständlich, dass sie kämpfen. Ja, aber wie sieht's denn bei B aus, wenn er auf Platz 5 bleibt und Colin auf Platz 6? Also Colin muss unter Platz 8 rutschen. Ja, aber dann muss Big trotzdem immer noch gewinnen. Ja, eben, das ist die Sache. Aber die Frage ist natürlich jetzt, DB hatte eine komplett andere Strategie als alle anderen aus dem Fahrerfeld vorne. Er ist der Einzige, der nach dem ersten Stint nochmal auf die Ultras gewechselt ist. Ja, stimmt. Also er verfolgt da eine ganz eigene Strategie und ich bin sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht für ihn. Oh, Kasi in die Box. Kasi jetzt der Erste da vorne, der seinen zweiten Stint beendet. Ich bin gespannt, auf welche Reifen B als nächstes geht. Ja, ich auch. Also das sieht Weil sehr aktuell spannend mit den aus. Supersoften kann er nicht zu Ende fahren. Nein, Ist auf noch keinen zu Fall. wenig. So, die Frage ist jetzt natürlich, klappt der Undercut von Kasi gegen Crauginho? Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Man holt jetzt natürlich unglaublich viel Zeit raus, ne? Die 21 Runden alten Supersofts, die sind natürlich abgefahren ohne Ende. Die werden jetzt bei irgendwo um die 30% liegen. Die Ja. Pace wird dadurch deutlich langsamer. Und Kasi hat jetzt natürlich einen Riesenvorteil. Also ich glaube, mit einem Undercut ist der da ganz gut bei Könnte Sachen. Also funktionieren, könnte ja. klappen. Kommt aktuell hinter Duffy raus. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie sehr wird er behindert von den Leuten, die er jetzt vor sich hat? Als erstes Richtig, Duffy. das wollte ich gerade sagen. Das spielt auch noch eine große Rolle, weil wenn die davor dich zu sehr behindern, dann klappt das mit den Undercuts halt auch nicht. So, schauen wir einfach mal, wie der an Duffy vorbeikommt. Boah, sieht nicht gut für ihn aus. Muss da zurückstecken. Hotte in die Box und Crauchino in die Box. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird es ganz spannend. Wo kommen sie raus? Ah, Hotte hat aber eine 5 Sekunden Zeitstrafe. Oh, das ist natürlich ganz schlecht für ihn. Crauchino jetzt dadurch vor Hotte. Und die Frage kommt: Kasi vor Crauchino? Nein, sieht nicht so aus. Crogino Nein. bleibt davor. Duffy hat da zu sehr behindert. Und Duffy setzt sich jetzt sogar noch vor Crogino. Kackendreist, der junge Mann.
Ja, ich finde das. Ich weiß ja nicht, wo Duffy aktuell steht. Aber ja, meine Meinung ist, wenn du schon weißt, dass es das letzte Rennen ist und dass bei denen einiges auf dem Spiel ist, dann lass sie doch vorbei. Weißt du? Ja. Hat sich irgendeiner den Flügel abgefahren? Das war. Duffy hat, glaube ich. Ja, an Cauchino, den hat er leicht berührt, ja. Cauchino, ja. Ja, der wird sich auch geärgert haben, natürlich, der Cauchino, dass sich der Duffy Seo da vorgesetzt hat. Oh, und durch den kaputten Flügel kommt er jetzt Kasi ganz schön. Aber Kasi kommt nicht vorbei, also Duffy fährt hier Kampflinie. Duffy fährt Kampflinie gegen Kasi und Cauchino da. So, und jetzt setzt sich Kasi innen vorbei. Oh Mann, Mann, Mann. So, dahinter jetzt auch direkt Hotze. So, Sirius Kane in der Box und Colin Brede in der Box. Und aktuell Colin Brede nur in Anführungsstrichen auf der 10. Aber Duffy muss noch in die Box. Es wäre zumindest Platz 9 aktuell für Colin Brede. Und Duki muss auch noch. Resux muss noch. Na. Ja, aber das wird spannend. So sehen, ja. Aktuell wäre DB Weltmeister. Wenn das so bleibt. Stand der Dinge aktuell DB Weltmeister. Die Frage ist halt allerdings, was hat DB für eine Strategie im Kopf und was macht Colin Brede? Ja. Wir haben noch über 20 Runden zu fahren. Das wird noch ganz spannend hier. So, jetzt die Frage. Hotze definitiv schneller als Kasi. Lässt Kasi ihn ziehen? Aber wenn du guckst, wie... Ich glaube, das wird der letzte Stop von Colin sein. Weil mit den Supersoften, wie weit kommst du? 20 Runden auf jeden Fall. Das ist drin. Das wird der letzte Stop sein, ja, denke ich auch. Und wir haben noch 21 Runden zu fahren. Also ich denke, das war der letzte Stop von Colin. Denke ich auch, ja. So. Kranksacks in der Box. Und da ist noch jemand reingefahren. Sucht die auch, ja. So, die Frage. Colin wird da vorbeiziehen, denke ich mal, an die 3. Duffy auch in der Box. Colin kommt an den Fahrerfeld vorbei, oder? Ja. Damit springt Colin wieder auf die 7. Ja, Crankstox direkt dahinter. Oh, das wird jetzt eng. Ich muss... Wie sieht das jetzt aus? 8 oder 7 für Colin? Was reicht jetzt für ihn? Herr Co-Kommentator. Alex? Achso, man sollte das Headset wieder entmuten. also wie ich so einigermaßen im Kopf habe, was der B uns erzählt hat, sollte Platz 9 oder 8 müsste Colin reichen, damit er Weltmeister wird. Also ich denke mal, dass er 10. sein muss, damit es der B geschafft hat. 10. sogar? Sicher? Bei aktueller, ja. Okay. Ich meine, sogar auf Platz 9 hat er es noch in der Tasche. Auf Platz 9, wie viele Punkte bekommt man da? 2, oder? Ich glaube, ja. So, 2 Punkte, dann hätte er 118 Punkte. Der B bekommt auf Platz 1 25 Punkte, ne? Ja. Dann hätte der B... Moment. 119. Nee, Platz 8 müsste Colin haben. Okay, dann war es Platz 8, okay. Also mindestens Platz 8 muss er werden. Ja.
Ja, dann bei der aktuellen Situation momentan ist Colin Weltmeister. Ja, das wird ganz eng. Also strategisch ist jetzt natürlich die Frage, weil der B Das wird noch wollte in ich die gerade Box sagen. müssen. Denn ich bezweifle Ja. stark, dass er damit durchfahren kann. Ich bezweifle es auch, aber ich habe es, glaube ich, so schwer im Gefühl, dass er versucht, mit denen durchzufahren. Wobei, wenn man jetzt nochmal schaut, so, wenn er nochmal reinfährt, aktuell hat er 17 Sekunden Vorsprung schon. Wenn er es schafft, genug Vorsprung aufzubauen, dann könnte es trotzdem funktionieren mit seiner Strategie, auch wenn er nochmal reinfährt. Ja. Ich weiß jetzt momentan nicht, wie viel Sekunden Vorsprung du brauchst, dass es dir reicht, auf Platz 1 wieder rauszukommen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, selbst wenn er auf Platz 2 rauskommt, holt er das wieder ein. Wenn man mal auf seine Pace guckt. Ja, das stimmt allerdings. Der B ist einfach eine Maschine. Das ist B, ein. wenn du das hörst, du bist eine Maschine. Ja. Ich freue mich schon, ihn in den Sim fahren zu sehen. Wobei ich natürlich auch gespannt bin, wie er sich mit Sim-Einstellungen anstellt. Er fährt jetzt noch gar keine Sim-Einstellung, ne? Nee. Aber da bleibt ihm nicht sehr viel Zeit zum Trainieren. Ich weiß natürlich nicht, wie weit er mit seinem Training ist. So, mal kurz mein Handy-Ladegerät anstecken, ey. Mein Akku ist ja fast leer, sehe ich gerade. So. So, jetzt langsam legt sich das hier alles, ne? Duki an Suchti dran, da könnten wir mal hin. Ja, Ja, Duki und hat sich noch mal dies. die Ultras geholt, okay. Also wir sehen hier ganz Ja, viele verschiedene Strategien, das ist auch unüblich. Suradon hat auch nochmal die Ultrasoften geholt. Das ist. Ja. Ja, gut, dem Duki sollten die Ultrasoft jetzt eigentlich reichen. Meinst du, 20 Runden Rein. Ultrasoft? Ja. Boah, das ist aber ganz schön großzügig, würde ich mal sagen. Ja, man muss immer großzügig sein. So. Also Caugino hat es jetzt langsam geschafft, sich von den Ferraris ein bisschen abzusetzen. Das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht. Also, die Boxenstops bei Caugino liefen besser. Ich meine, Kasi, ja klar, der hatte die 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Nein, es war Hotte. Ach, war das Hotte? Nein, das. Ich meine, das Doch, war es war Hotte Kasi. mit der 5 Echt? Sekunden. Nee, Crauginio und Hotte sind ja gleichzeitig rein. Ah ja, stimmt, ja. So, und jetzt ist Suchti hinter Duki. Ja, Duki ist dran vorbei. Schön gemacht. Schönes Überholmanöver. Keine Probleme hat es da gegeben. So, ich habe auch die ganze Zeit so ein bisschen den Arrogant und den Behind im Blick, weil das natürlich unsere Konkurrenten sind für den nächsten Sonntag. Stimmt, Behind fährt ja auch bei uns, ne? Ja, der Luca. Ah, das ist ja der Luca, Ich stimmt. vergesse das auch Ich muss mich ständig. erst an den neuen Namen, ich muss mich immer an den neuen Namen gewöhnen, das ist ja. So. F1 haben wir da aber jetzt hinter dem Luca. Aber die zwei machen das nicht schlecht, ey. Dafür, dass die hier Gäste sind, fahren die eine gute Pace. Muss man den mal lassen. Ja. Und Sura dann schon wieder in der Box. Was ist denn los bei dem Junge? Das ist jetzt schon der, wie viel der vierte Stopp? Ich hatte überhaupt noch Reifen übrig. Ich weiß es nicht. Geht jetzt auf die Ja, Soft. doch, er hat noch einen Satz Softs, okay.
Ja, da musst du jetzt aber auch mal damit durchfahren, Suradorn. Komm. So, wo wird's denn jetzt noch eng? Also F1-Zimmer saugt sich jetzt am Behind ran. Kasi bleibt noch auf Sicherheitsabstand hinter Rotte. Die beiden verlieren aber immer mehr Zeit auf Caugino. Also Caugino macht das hier stark, der verteidigt hier seinen dritten Platz, also in der WM-Wertung. Ja, Philipp und Erdogan müssen auch nochmal in die Box. Und da ist Suradon disqualifiziert wegen zu vielen Zeitstrafen. Und gerade eben war er noch in der Box und hat sich die Soften geholt und jetzt ist er disqualifiziert. So, ja. Ärgerlich für Suradon, also nicht sein ja. Rennen hier. Überhaupt nicht. Nee. Aber ich muss sagen, wie es auch die anderen Kommentatoren immer sagen, Hut ab an diejenigen, die immer so zurückliegen und das Rennen trotzdem zu Ende fahren, weil ja, ich kann mich ganz gut in die Lage von diesen Leuten versetzen. Auf jeden Fall. Es ist manchmal sehr frustrierend, wie ein Rennen verlaufen kann. Und wenn man dann trotzdem durchfährt und trotzdem immer noch sein Bestes gibt, auch wenn es scheiße läuft, bis zum Ende durchzufahren, da gehört schon einiges zu. Ja, ich sag nur Mexiko. Oh ja. Es ist zwar einsam, aber glaub mir, man lernt die Strecke Runde pro Runde viel besser kennen. Richtig. So, und apropos andere Kommentatoren, jetzt nochmal im Rennen. Wir suchen natürlich immer wieder fleißige Kommentatoren und können es immer wieder nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Es macht immer wieder heiden Spaß und einfach mal reinschnuppern, wie das ist zu kommentieren. Man kann nicht viel falsch machen, eigentlich gar nichts. Und man lernt auch Nein. dazu, jeder Anfang ist schwer, klar. Aber einfach mal trauen, auch wenn man ein bisschen Angst davor hat, es macht wirklich Spaß. Es macht mega Spaß. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, es macht immer wieder aufs Neue Spaß. Jawohl. Soll noch mal ein bisschen Werbung für den URC machen hier. Liste abgehakt, check. So. Und wie man ja an unserem netten Herr Half-Baked Sascha sieht, es kann richtig Spaß machen. Man kann sich sogar richtig reinsteigern. Ja. Auf jeden Fall. Und ihr müsst auch keine Angst haben, wenn ihr jetzt so, dass ihr ins kalte Wasser geworfen werdet. Es gibt genug Leute, die euch alles zeigen und da schön dran heranführen. So, Deutsch müsst ihr auch nicht so gut beherrschen, wie man an mir manchmal merkt. Da bist du nicht der Einzige. So, und jetzt nochmal zurück zum Rennen, wo wir aktuell nichts sehen. Nein, also aktuell alles ein bisschen beruhigt hier. Ja. Hotte und Kasi jetzt nochmal ein bisschen näher rangekommen an Caugino. Bin ich mal gespannt. Und Resax saugt sich langsam, aber sicher immer näher an Kollenbrede heran. Welcher natürlich aufpassen muss, dass er hier nicht zu weit zurückfällt. Also 6 ist noch in Ordnung, 7 auch, aber Platz 8 hieße dann den Switch in den WM-Status. So. Ja, ich schalte gleich gerne nochmal auf Kasi. Wir warten jetzt noch hier die Aktion ab. Run Sucks gegen Kollenbrede. Ah, da steckt er zurück. Das ist. Da wartet er noch. Schön geduldig.
Das muss man natürlich auch sein. Immer die Brechstange funktioniert nicht. Nein. Man kann natürlich auch mal die Brechstange auspacken, aber erst wenn man merkt, es geht nicht anders. Dann kann man auch schon mal ein bisschen die Brechstange benutzen, nur natürlich trotzdem immer noch vorsichtig fahren. Und den anderen und sich selber vor allem nicht gefährden. Oh, Gerhard kriegt eine 5-Sekunden-Strafe wegen Kurve abkürzen und eine 3-Sekunden-Zeitstrafe wegen mehreren Verwarnungen. Das ist ärgerlich. Okay, aber ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt nicht drauf, natürlich, aber dass der einfach nur Platz macht. Für ihn geht es jetzt auch nicht mehr um viel. 54 Sekunden liegt er zurück. Ah ja, der macht dann, der macht Platz, der fährt teilweise neben der Strecke. Ja. So, jetzt nochmal. Quansax wartet hier noch ein bisschen ab. Also Sektor 3 war Kollenbrede definitiv schneller. So, ah, aber die Sache ist halt, wenn man Platz macht, finde ich ja gut, aber arg weit neben der Strecke sollte man halt auch nicht fahren, weil dann hast du das Problem, dass du halt eben disqualifiziert wirst. Ja, natürlich, also. Und auch wenn du so weit hinten liegst, ich meine, zu Ende fahren wäre halt schon schön. Ja. Wichtig ist natürlich einfach, dass man die Ideallinie frei macht. Das ist so das Wichtigste, wenn man überrundet wird. Da, das reicht meistens schon. Oh, und so zweit in die Kurve rein. Rad an Rad. Ja, und wieder musste Crunksax da zurückstellen, aber kommt jetzt besser raus, deutlich besser. Und geht jetzt an Kollenbrede vorbei. Kollenbrede damit nur noch auf Platz 7 und jetzt wird's gefährlich langsam für ihn. Wenn er jetzt noch einen Platz verliert, ein Platz reicht schon für Debi. Ja, momentan ist da noch alles im Rahmen, gibt nichts zu befürchten. Ich meine, Ducky ist noch nur noch drei Sekunden hinter ihm, in Anführungszeichen. Ja, aber Ducky ist auf den... Aber er holt halt auch auf, der Ducky. Ja, aber Ducky ist auf 7 Runden alten Ultrasofts. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er damit ohne Probleme durchfahren kann. Der wird gleich ziemlich Geschwindigkeitseinbußen zumindest haben. So, und jetzt gehen wir mal auf Kasi, das wurde sich hier gewünscht. Ne, das ist Hotte. So, Kasi. Da haben wir ihn. Direkt hinter Hotte. So, lässt Hotze den da jetzt passieren? Nee. Hotze bleibt noch vorne. Und die holen langsam, aber sicher auf zu Caugino, der jetzt langsam wieder in Bedrängnis kommen könnte. Ja, und ich bin immer noch auf The Bee gespannt. Wie der das jetzt strategisch macht? Mhm. Ja, ich bin da mittlerweile die 20 Runden alten Supersoft, 12 Sekunden nur noch auf Crauginho, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, also das könnte ganz eng werden. Und Coyle ist wieder vorbei an Crunsax. Und der B geht in die Box. Der B in die Box, oh, okay. Jetzt wird's spannend. Jetzt ist natürlich die Frage. Und nochmal Ultrasofts holt der Junge sich. Ja, das ist jetzt aber richtig. Jetzt muss er nur noch 11 Runden damit fahren, nämlich. So, kommt auf Platz 4 definitiv raus. Er wird dann die bessere Pace haben mit denen. Nee, auf Platz 5 sogar nur. Ja, der hat natürlich jetzt die Pace mit den Ultrasofts. Also der kann da jetzt... Theoretisch könnte er sich auf jeden Fall wieder bis auf Platz 1 bringen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie er durchkommt. Und Quansax wieder an Kollenbrede vorbei. So, und jetzt muss ich leider mich entschuldigen dafür, dass ich nicht auf Kasi draufbleiben kann, aber das Duell da hinten geht ja ganz schön ab. Und dadurch kommt Duki natürlich auch immer näher ran an Kollenbrede. So, jetzt wieder der Angriff von Kollenbrede auf Crunsax. Aber das reicht noch nicht. Da muss er zurückstecken. Ja, die zwei Ferraris sind dahinter Crauchinho her. Ja, Kollenbrede jetzt wieder vorbei. Unglaublich, das ist ein sehr schönes Duell hier.
Jetzt müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, den Abstand da zwischen Hotze und Caugino. Ja, Hotte fährt sich nach und nach immer mehr ran, verliert dann aber wieder ein bisschen Zeit. So, Caugino, jetzt 3 Sekunden Zeitstrafe. Oh oh. Also es bleibt spannend, sag ich mal nur. Ja, auf jeden Fall. Duki jetzt in die Box. So, damit hat sich eigentlich die Sache ein bisschen erledigt für Debi. Also aus der Keulen macht jetzt noch einen großen Fehler, aber ich glaube da nicht dran. So, und jetzt müssen wir nach vorne zu Hotze schalten. Das sind nur noch 0,5 Sekunden, die der hinter Caugino ist. Jetzt geht's hier wieder los mit dem Kampf der drei da vorne. So, schauen wir mal auf das ERS. Ja, da tut sich nicht viel. Zwischen den beiden. Ah, mittlerweile noch 2 Sekunden. Noch 2 Sekunden? Was meinst du? Mhm. Ist Hot dahinter, Caugino. Sie ja wieder, ja. Es geht jetzt ein bisschen Zeit. Du meinst. 200, Entschuldigung. Zehntel, aber okay. Zehntel, ja. So, jetzt ist er ganz nah dran. Jetzt ist er im Getriebe drin. So, währenddessen der B, die schnellste Runde. War zu erwarten mit den neuen Ultras. So, und jetzt ist Hotte im Getriebe. Also das wird jetzt ganz spannend da vorne. Gelbsektor 3, was war da los? Ja, das sieht aus, als hat Philipp. Als hätte Philipp sich ein bisschen gedreht. Ja, es ist halt Sim-Einstellung um 20 Runden alte Supersoft, geht jetzt auch in die Box. Ja. Ja, die Reifen sind wahrscheinlich hinüber. So, und jetzt warten wir auf den Angriff von Hotte. Der könnte jetzt gleich auf Start und Ziel kommen. Wenn er dran bleibt. So, währenddessen DB nähert sich da an Cyrus Kane. Weil es wird aber auch knapp für DB, ne? Ob der das wirklich noch schafft da? Wieder ja, sich bis auf Platz 1 zu kämpfen. Aus. Also das wird ganz eng für ihn da. Ja, das sind 6 Sekunden, die er da noch hat. Das ist echt. Er macht zwar viel Zeit gut, aber ich weiß es nicht. Wir sind jetzt schon in Runde 45. Legt aber auch eine schnellste Runde nach der anderen dahin. So, Keul Breda, nächste Zeitstrafe. Boah, das wird natürlich auch spannend da, ne? Für Keul Breda gegen Suchti mit den Zeitstrafen. Also, es ist noch nichts entschieden. Das wird hier bis zum letzten Runde eventuell spannend bleiben. So, da schreibt der Tizan 88, wieso der Kollenbred auf 7 ist. Ja, das haben wir uns auch gefragt. Von Platz 3 gestartet, auf Platz 2 gekämpft und dann auf einmal ging da gar nichts mehr im Vergleich. So, die Frage ist jetzt natürlich, wenn Keulen Breda auf Platz 8 landet, ich glaube, dann war es das. Also, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann wäre DB, wenn er natürlich auf Platz 1 kommt, Weltmeister. Also, DB an Cyrus Kane vorbei. Und holt jetzt auf die anderen drei hier vorne, die aktuell uns hier einen mega spannenden Kampf liefern. Boah, ich kann kaum gerade sitzen hier. Kann kaum ruhig sitzen, besser gesagt. Fuzzi! Fuzzi raus? Ja, der war doch eben schon raus. Ja, der hat. Und jetzt hat er verlassen? Jetzt hat er die Session erst verlassen. Na, da hoffe ich mal, dass es keinen Bug gibt. Wollte ich auch gerade sagen, das darf man nicht. Oh.
Und Aerogunnet kommt da raus, reagiert aber noch rechtzeitig und macht Platz auf der Ideallinie. Also das war gerade. Hui. Aber gut gemacht vom Arrogant. Ja. Ja, sorry. Da im Chat. Hä? Egal. So, ich blick da nicht durch, aber wir schalten, gehen zurück aufs Rennen. Das ist jetzt spannender. LX schreibt, wird eng für Bienchen, aber der schafft das noch. Zeitstrafen werden noch ein Thema. Zeitstrafen werden auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich glaube, die Bi hat gar Ja. keine Zeitstrafe. Und Hotte greift jetzt Nee. an. Hotte innen. Und Hotte vorbei an Kraujino. Hotte ist vorbei. Und hinten dran haben wir schon Kasi, den wir nicht aus dem Auge verlieren Nee, dürfen. der lauert da auch schon. Und die Bi zieht immer näher ran. Der macht hier fast eine Sekunde pro, pro Runde gut. Jetzt hat Philipp die schnellste Runde hingelegt. So, Keulen macht Abstand auf Suchti gut. Das wird auch ganz wichtig wegen den Zeitstrafen am Ende sein. Und Jagd auf Krunksax. Oh, das wird ganz eng hier. Das wird unglaublich eng bis zum Ende, was den WM angeht. Ja, das wird sau eng. So, Kraujino gegen Hotte, gegen Kasi, gegen Debi. Boah, das wird geil. Sehr geil wird das. Wahnsinn, wie der Bi sich hier ransaugt. Guck dir die Zeit mal an. Das ist klar, er hat die frischen Reifen. Ich glaube, strategisch hat er heute alles richtig gemacht. Und Caugino zieht wieder an Hotte vorbei. Und wieder Caugino damit auf der 1. So, Debi jetzt fast im DRS-Fenster von Kasi. Oh Mann, wird das spannend. Leute, ich sag's euch hier. So, Keulen an, Krankster ist vorbei. Ich kann da jetzt leider nicht hinschalten. Es tut mir leid, das ist hier vorne viel zu eng. Boah, so, jetzt ist die Frage, wann kann Debi angreifen? Jetzt ist er im DRS-Fenster. So, Hotze greift wieder an. Oder steckt er noch, noch? Ja, er wartet noch. Er wartet noch bis zur nächsten DRS-Zone. Es ist natürlich auch schwer, auf der Start- und Ziellinie zu überholen. Die DRS-Zone ist sehr kurz und die Kurve danach Ah, der meistens. hängt im Getriebe. Guck dir das an, der im Getriebe hängt Der der. kann ihn schon winken. Der wartet. Die warten alle. Die winken sich gerade alle zu, wahrscheinlich. So, und Krunksax wieder an Keulen vorbei. Jetzt Flügel sind offen und So, ich guck dir bin. das an. Hotze vorbei! Alle drei Hotze Runden. vorbei! Oh Mann. Das wird ganz eng da vorne. Ich bin auf dem Falschen drauf. Hotze wieder vorbei an Kroshino. Und Debi ist vorbei an Kasi! Ich weiß nicht, wo ich hinschalten soll. Wahnsinn, guck dir das an. Der Bi jetzt im Getriebe von Grauschinho, die wollen das wissen, ey. Die wollen es alle wissen, natürlich. Die Frage ist, wie schwer machen die es jetzt den Debi? Debi ganz klar die bessere Pace. Er hat die frischen Reifen, er hat die bessere Pace. Der ist ein Tier. So, aber wie. Boah, Und und da Bi berühren jetzt die sich! vorbei an Grauschinho. Aber da kam es zur Berührung! Aber Grauschinho lässt nicht locker, der hängt ihm im Getriebe. Ja, aber da muss er nachgeben. Da muss er nachgeben. So, jetzt hat Debi nur noch Hotte vor sich. Und Keulen muss jetzt aufpassen, dass er nicht zu viele Zeitstrafen da hat. Auf den Suchti. Boah, da bin ich auch gespannt, ne? Oh ja.
So, ich weiß, ich verlange jetzt vielleicht viel von dir, aber kannst du bitte nachschauen, ob Köln 8. oder 9. werden muss für DB? Kannst du das bitte eben nachschauen im Internet? Wie viele Punkte man wo bekommt und alles? Wir haben das jetzt doch, wir haben das doch schon, ja, warte. Ich will auf 100% nochmal sicher gehen, bevor ich hier gleich ausraste, falls es der Fall sein sollte. Wenn ich also, wir aus... haben die mit 94 und Köln mit 116 Punkten. Genau. So, Köln erstmal wieder an Kornstags vorbei. Boah, der macht es ihnen aber auch nicht einfach, den Köln. So, Debi jagt auf Fotte. Wir haben jetzt noch 3 Runden. Wir gehen jetzt in Runde 50 rein. So, Hotte lässt aber auch nicht locker. Also er macht es ihnen hier auch nicht einfach. Aber natürlich hat Debi den Reifenvorteil. Natürlich hat er die bessere Pace. Die Frage am Ende. Wo positioniert sich Colin Brede und schafft es Debi noch in den 3 Runden hier, sich durchzusetzen? So, Philipp raus! Disqualifiziert! Und gelb in Sektor 3. So, Debi vorbei. Debi ist wieder Erster. Also, wir haben jetzt gesagt, Köln hat 116 Punkte, ne? Richtig. Und Debi hat 94. 94. Wenn er Erster wird, kriegt er 25 Punkte. Genau. Dann hätte er 119, ne? 119 Punkte, genau. Und Hotte, Köln hat 116. Wenn er 116 aktuell, laut aktueller Position auf Platz 6, würde er 6 Punkte, 8 Punkte bekommen. Mhm. Das und heißt, auf, er ist noch vor B. Ja, und auf Platz 8. Jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus. Auf Platz 8. Auf Platz 8 würde er 4 Punkte bekommen. Das heißt, dann hätte er 120. Das heißt, okay, er muss Platz 9 werden. Okay, dann ist, genau, dann ist das Ding, dann, genau. Okay, dann ist das Ding durch. Höchstwahrscheinlich. Außer Köln macht jetzt noch einen Riesenfehler. Aber aktuell wäre Köln Brede Weltmeister. Okay. Also er müsste 9. werden. Da kriegt er nur 2 Punkte. Dann wäre The B, glaubt, mit 2 Punkten im Vorsprung. So, Tizian, wie auch immer man dich ausspricht, 88, liebe Grüße, natürlich. So, Debi, Platz 1, Hotte aktuell Platz 2, Krausino Platz 3 und Kasi auf der 4. Aktuell ändert sich an den Top 3 also nix, Krausino bleibt auf der 3. Und wie. Der B auf Platz 2 und Köln auf Platz 1. Richtig. Prisio, Leute, legt euch anständige Namen zu. Liebe Grüße! Soll natürlich keine Beleidigung sein, aber es ist manchmal schwer, ach, die Namen Gott auszusprechen. Aber auch manchmal hier haben die genauso komische Namen. Ich sag hier nur Kranksacks. Socks. Der übrigens jetzt wieder an Köln Brede vorbeigezogen ist. So, jetzt ist die Frage, greift Krausino nochmal den Hotze an? Der sitzt ihm nämlich wieder im Getriebe drin. Ah, ich sag's euch, Leute. Oh, und da haben sie sich berührt. Da hat Krausino Hotte einen kleinen Schubser gegeben. Da war alles heile geblieben. Ja, das Gott ist das sei Wichtigste, Dank, ja. So, und jetzt ist Krausino vorbei.
Trajino setzt sich wieder auf Platz 2. Boah, das ist hier bis zum Ende spannend. So ein Rennen hat man doch gerne als Kommentator. Unglaublich, was wir hier heute zu sehen bekommen. Also spannender könnte es nicht sein. Und Kasi jetzt nämlich hinter Otte. Ein Wahnsinnsrennen, sage ich nur. Ja. So, und Otte rein... gibt nicht auf. Der ist im Getriebe vom Crauchinho, du. Aber rein... strategisch am schlauesten wäre es natürlich, wenn Kasi jetzt nochmal Vollgas gibt. An Otte vorbei! Und Kasi muss jetzt auch an Crauchinho vorbei, wenn er nochmal was ändern will am WM-Stand. Da muss jetzt nochmal was kommen vom Ferrari-Team hier. Also ich wäre jetzt gerne in der Party vom Ferrari-Team. Die pushen sich da wahrscheinlich gegenseitig bis zum geht nicht mehr. Ja. Oh, und Otte kommt da ein bisschen weit von der Strecke ab. Ja, da muss er aufpassen, dass er sich jetzt nicht hier noch eine Strafe holt und Crauchinho greift wieder an. Und Kasi direkt hinten dran. Eieiei. Und Crauchinho wieder vorbei in der letzten DRS-Zone vor Start und Ziel. Und das wird jetzt ganz eng. Oh, da wollen die zwei Ferraris es jetzt aber wissen, ey. Die hängen sich hier alle auf dem Fahrersitz des anderen. Aber Crauchinho setzt sich durch. Und Sirius K kommt dadurch auch nochmal ganz nah dran. Das wird jetzt bis zur letzten Kurve hier ganz spannend. Wahnsinn. Aber das sieht ganz danach aus, als würde Crauchinho das hier zu Ende fahren. Und Debi ist im Ziel. Debi gewinnt den großen Preis. Zweiter Crauchinho, dritter Otte und vierter Kasi. Und Kyrgyzstan setzt sich auf die 2. Was? Kyrgyzstan ist Zweiter. Wie geht das? Was zum Teufel ist da passiert? So, da kommt Crankstacks vor Kolbrede ins Ziel. Auf Platz 6. Und Kolbrede an Crankstacks vorbei. Okay, er hat vor den Zeitstrafen auch nichts zu befürchten gehabt. Sucht die auf der 6. Was? Die Force India Racing Points. Scheinbar ohne Zeitstrafen gefahren. Da steht noch ein... Da stand gerade noch ein McLaren. Ah, stimmt, jetzt werden die Zeitstrafen ausgemacht. Ich hab's komplett. Deswegen hat sich Sirius Kane auch auf Platz 2 gesetzt. Der wird wahrscheinlich kaum Zeitstrafen haben. Unglaublich, dieses Ich weiß komplett baff gerade. So, du lädst ein Debi, Sirius Kane, Crauchinho und Kolbrede. Wow. Was war das am Ende, meine Damen und Herren? Das ist ja... wahnsinnig. Unglaublich. Debi. Ja, Entschuldigung, dass ich schreie, aber das ist Emotion pur hier. Ich verstehe das. I behind, sorry, die Anfrage sollte nicht an dich gehen. Ich weiß nicht, irgendwie gibt es hier gerade PS-Probleme. Ja, das spackt ein bisschen rum, das tut uns echt leid. Wir wollten andere einladen. Wenn du jetzt in der Party bist, kannst du mal schnell einen Gefallen tun. Einfach mal mit einladen. Und zwar Debi, Crauchinho, Kyrgyzstan und Kolbrede müssen eingeladen werden. Ja, jetzt funktioniert's. Es funktioniert. Ich hab's jetzt. Okay. Alles klar. Sorry nochmal an dich, gell?
Entschuldigung. Ach ja. Boah, Keine Ahnung. da war ja aber jemand gut gelaunt hier. Ja, das ist, ich verstehe. Also, The Beast, hier ist Kane. Krausino. Was? Und Coimbra. Kommst du klar? Ja, Sirius Kane ist in der Party von Moin Hallöchen, Krausino. Steffen! Herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Jo, danke. Aber ein bisschen Enttäuschung hörst du daraus, jetzt schon, ne? Nö, ja, nicht wegen dem Rennen. Das vielleicht halt wegen den ein, zwei Rennen davor. Ja, wegen der Weltmeisterschaft jetzt sozusagen auch. Jetzt. Hallo. Hallo Ja. Krausino, herzlichen Glückwunsch Hi. zum überraschend nur dritten Platz. Was war da los? Unglaublich. Aber kommen wir gleich zu. Ich habe Cyrus Kane nicht auf dem Schirm gehabt, ich bin ehrlich. Keiner mehr. Aber wir kommen da gleich zu. Kann jemand Sirius Und Kane und Colin noch mal einladen. den Colin Ja. bitte einladen? Ich schlag dir die vor, weil du hast die Party so gespielt, Ja, dass wir das nicht ja. machen können. Alter, ich habe so einen Puls, ne? Glaube ich, das Dennis, war siehe. bald. Das Dennis, war Dennis, ja. Dennis, siehe WhatsApp. Sorry, so sollte das nicht laufen, Alles ne? gut. Dich hätte ich, also wärst du neben mir gewesen, hätte ich dich mit dem Kopf einmal auf die Tischkante geschlagen. Hab ich Ja, mich ich hab. erschrocken. Ja, ich hab Letzte dir Kurve, geschrieben, meint wie ihr, es aus ne? meiner Sicht war. Ja, alles Ja. gut. Ja. Aber Okay, du wurdest so lang. Ich weiß nicht, du wurdest so langsam. Und wenn ich nicht daneben ich gefahren habe wäre, wär ich dir voll hinten reingebrettert. 25 Runden alte Reifen gehabt. Das ist natürlich gegen deine Ultrasoften langsam. Ja, ich wollte eigentlich Alter, lässig auf der Alter. Geraden vorbei, aber. Ach nee, alles gut. Ich habe abgefragt gehabt und wusste, dass du 3 Sekunden hast. Das war eigentlich Kampf zwischen Mirkasi und Hotte. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt hier auf der Strecke miteinander aus. Coimbra! Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Weltmeisterschaftstitel. Vielen Dank, vielen Dank. War schon ein abgefucktes Rennen. So, da ist Sirius Kane den überraschend zweiten Platz dieses Rennen gemacht, ey. Ja, das kam Herzlichen wirklich Glückwunsch überraschend. dazu. Jawohl, vielen Dank. Also, wir fangen einfach erstmal Wahnsinn. Fang unten einfach an, an. Stefan. Genau, ich fange einfach mal an bei Sirius Kane. Dich hat keiner mehr auf den Schirm gehabt, wirklich. Klar, du hast dich Es muss durch jetzt. die Zweikämpfe da ransaugen können, aber dass du da Zweiter wirst, damit hat keiner Ja. gerechnet. Nee, Glückwunsch dazu. Wie ehrlich lief das gesagt Rennen aus auch. deiner Sicht? Ja, aus meiner Sicht, ja gut, der Start, der war nicht so prickelnd gewesen, habe ein paar Positionen verloren. Und ja, danach habe ich mir einfach gedacht, dass ich meine Reifen schone und ja, in der Hoffnung, dass die anderen ein Problem mit den Reifen bekommen. Versucht auch so wenige Fehler wie möglich zu machen, um nicht so viele Strafen zu kassieren, was sich dann am Ende doch, glaube ich, mal ausgezahlt hat. Auf jeden Fall hat sich das ausgezahlt. Du hattest gar keine Strafe, ne? Ich hatte doch 2 Stück, hatte ich. Doch, ey, dann hattet ihr ja gesammelt ohne Ende. Leute, Leute. Wir hatten 4 Strafen für 12 Sekunden. Ja, auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich kann jetzt nicht viel zu deinen Rennen sagen, weil wir dich jetzt auch nicht viel auf dem Schirm hatten, auf dem Bild hatten. Du bist Hat sich viel mit Red unauffällig, Bull abgespielt, unauffällig oder? gefahren und dann überraschend da gewesen, ne? Ja, Ja, das ich hatte ist, auch also ich eigentlich habe. ein langweiliges Rennen gehabt. Ja. Ich war eigentlich überwiegend nur alleine gewesen. Ja. Vor mir war genug Platz, hinter mir war auch genug Luft gewesen. Von daher, Ja, das war war nicht schlecht. wahnsinnig. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Ich weiß jetzt nicht, was das für dich in der Fahrerwertung am Ende aussagt. Eigentlich Fahrerwertung, nicht ich so bin Dritter, viel. ne? Ja, jetzt kommen wir zu dir, Crow-Gidio. Boah, ich bin Dritter, ich hab's geschafft. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Ja, also jetzt freue ich Gekämpft, mich. das ganze Rennen gekämpft gegen Hotte und Kasi, die dir ja da Na. wirklich Druck gemacht haben ohne Ende, oder? Also das war ja, kann ich ja jetzt sagen, der erste und der zweite sind zwar eigentlich kein Kampf, das war alles abgesprochen. Aha. Weil ich hatte wenig Sprit mitgenommen. -2 Runden, der Hotte hatte voll und dann haben wir gesagt, dann macht der Hotte die Führungskilometer.
Und dann wollten wir eigentlich die Lücke zu B fahren. Hätte auf einmal eine Box, das hatte ich so in dem Moment auch gar nicht verstanden gehabt. Warum und weshalb? Im Nachhinein hat er natürlich mal wieder recht gehabt. Aber ja, und dann im letzten Sinn, so 10 Runden vor Schluss, wo wir wussten, zu B kommt, haben wir gesagt, jetzt Arsch lecken, jetzt sind wir keine Freunde mehr, jetzt fahren wir hier mit dem Messer zwischen den Zähnen einen auf Online-Lobby. Und dann haben wir Gas gegeben. Boah, echt Das hat man gemerkt. unfertig, ne? Ja, das kann ich mir Wir vorstellen. haben Sah auch auch so aus. nicht mehr miteinander gesprochen, weil wir wirklich alle auf einmal totenstille. Vorher haben wir so ein bisschen gequatscht und wie es halt so ist in so einer Party. Und auf einmal war dann jetzt so die letzten 10 Runden, nachdem klar war, Sibi kommt und da können wir auch nichts mehr gegen machen. Das war wirklich absoluter Wahnsinn. Da verbremst sich der Hotte das eine Mal, dreht mich fast rum. Da habe ich so laut hier rumgeschrien, da kriege ich noch richtig Boah, da ey, war es bei war mir auch ganz echt kurz da, Herzstillstand, wo ey. ihr euch berührt habt, ja, da war ganz kurz mal die Luft weg. Ja, und ich glaube, dann eine Runde später ist er wieder an mir vorbei, oder bin ich an ihm vorbei, und dann ist er wieder an mir vorbei. Und dann auf dieser zweiten, nach der Schikane, da wollte ich eigentlich nur ein bisschen rechts versetzt zu ihm fahren, da zieht er aber auch so ein bisschen mittiger, weil er dachte, ich greife an und dann brüllen wir uns wieder und boah. Alter Falter. Aber gut. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt musst du so timen, dass du in der letzten Runde das Manöver setzt. Weil Strafen wussten wir eigentlich alle, dass wir Pari sind. Dann wusste ich, dass ich das Manöver in der letzten Runde setzen muss und das habe ich ja dann auch, mein Gott, eine Brechstange fast. Volle Schikane gemacht. Ja. Und auf einmal war da so ein pinkes Auto. Und das hatten wir auch dann vergessen, so. Ich glaube, da waren wir dann zu langsam. Aber das hat sich gelohnt, ganz ehrlich. Der Kampf hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, das hat auch mega Spaß gemacht so zu schauen. Also danke dafür, für dieses geile Ja. Rennen. Ja. Also Gerne. wir wussten gar nicht, wo wir hinschauen sollten. Das war echt. War Und mega auf einmal, spannend, also, ey. hat wirklich Spaß gemacht. Am Ende ärgere ich mich gar nicht mehr über den zweiten Platz, weil egal, ist eindeutig egal. Aber das hat richtig entschädigt für einiges. Das war super, mega Bock gemacht. Das glaube ich dir. Also, du hättest auf jeden Fall den zweiten Platz verdient gehabt, aber Sirius Kane hat's auch verdient, weil er einfach die weniger Strafen gesammelt hat, Ja, ne? ist so. Wer Hat's. weniger Strafen. Ich bin ja auch schon zweimal nur nach vorne gerutscht, weil ich weniger Strafen hatte. Von daher alles gut. Ja, so ganz kurz, irgendwer inhaliert da sein Headset. Die ganze Zeit. So, jetzt kommen wir zum, ja, Gewinner beziehungsweise Schrägstrich leichten Verlierer der WM, aber Gewinner des Rennens, de Mii. Jo, Dein hi. Rennen mal wieder die Maschine rausgelassen, aber tierisch, ey, du bist ja ein Aber Biest auf der sowas Strecke. von. Das haben wir auch mehrmals während des Rennens gesagt, was du da für eine Pace gefahren bist, unglaublich. Eine ganz andere Strategie angegangen als alle anderen, hat uns auch sehr überrascht, hat mir auch ein paar Mal Sorge, ob das gut geht, aber ist ja super gut gegangen. Erzähl Ja, ich mal wusste auch nicht, ob dein es gut Rennen. geht. Größtenteils wahrscheinlich wieder langweilig, ne? Nee, es war gar nicht langweilig, weil ich die ganze Zeit natürlich am Gucken war, wie es mit den anderen aussieht, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin wohl der Einzige, der auf 3-Stopp geht. Und dann war ich immer mit den Zeiten am Hin und Her gucken. Das war überhaupt nicht langweilig. Das war halt die ganze Zeit dann bald nicht so ein direkter Kampf, wie es jetzt wie es bei den dreien war. Ich habe das ja nur auf der Minimap immer mitgekriegt. Das war ja immer nur Positionswechsel, richtig krass. Aber auf die Distanz war es halt immer so eine Sache, ja. Hast du mitverfolgt, wie es um Keulen steht? Also hast du da ein bisschen Auge drauf gehabt, ob du da eine Chance hast? Ja, so genau wusste ich es zwischendurch nicht. Ich habe nur gemerkt, dass er plötzlich irgendwie von P2, P3 verschwunden war. Und ich dachte mir jetzt so, nee, was ist da jetzt passiert? Wie weit ist er jetzt zurückgefallen? Und irgendwann, also ich war ja mit Ducky in einer Party auch, und der hat mir dann irgendwann gesagt, okay, Keulen liegt da und da. Ich denke mal, das hat er dann locker nach Hause gefahren, dann halt, er wusste ja, dass es reicht. Ja, wir waren die ganze Zeit am Überlegen, muss Köln jetzt 8 oder 9 sein für dich? Wir wussten bis kurz vorm Ende das nicht ganz genau. Hatten dann noch geguckt Ja, auf Zeitstrafen, ob das da irgendwie was wir vielleicht aufgeht. gerechnet haben. Aber Eieiei. am Ende war dann klar, Köln holt das Ding.
Und dann kommen wir jetzt zum Weltmeister. Colin Brede. Erstmal dein Ja. Rennen, wie lief das? Hat es ein bisschen bange? Wir waren überrascht, weil du erst von zwei auf immer weiter zurückgefallen bist. Keine Ahnung, wirklich. Ich hatte, klar, es hört sich jetzt vielleicht an wie eine Ausrede, aber ich hatte wirklich wenig Zeit zu trainieren. Ich bin fast gar nicht an die Pace gekommen und konnte dementsprechend Rennpace auch wirklich fast gar nicht trainieren. Ich hatte vielleicht drei Online-Lobbys, wo ich mal mitgefahren bin. Ja, ich war dann auch recht selber von mir überrascht, dass ich so langsam wirklich bin. Und da war es dann auch eine Zeit lang so, dass ich wirklich frustriert war deswegen. Weil wenn man seinen Erwartungen nicht gerecht wird, na klar, ist man frustriert so. Ich habe dann ein paar zwei Strafen, glaube ich, recht unnötig gesammelt, weil ich halt einfach, wie gesagt, frustriert war. Am Anfang war ich ja P2, habe geguckt, ob ich vielleicht dann Steffen dranbleiben kann, aber auch nochmal Props an dich. Unglaubliches Rennen, unglaubliches Tempo, unglaubliches Pace. Das kann man wirklich, ist schwer in Worte zu fassen, wie schnell du heute warst. Danke dir. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, das Causinho, Hotte und Kasi, die haben mich dann, sag ich mal, in einer Tour überholt. Einer hatte mich überholt und dann, ja, wurde ich durchgereicht. Und ich hatte einfach wirklich heute nicht die Pace, vorne mitzufahren. Was ich auch ein bisschen schade fand, ich wollte zum Abschluss der Saison vielleicht nochmal gewinnen oder aufs Treppchen, je nachdem. Aber ich glaube, dass man, was mich dann auch selber ein bisschen gestört hat, dass ich im Kopf halt, ich war eigentlich so eingestellt, ich möchte gewinnen, ich möchte unbedingt gewinnen. Aber irgendwie im Hinterkopf dann nochmal so, weiß ich nicht, sagt einem das doch so, du musst nicht gewinnen, du kannst auch das und das werden, was ich eigentlich nicht wollte. Also ich wollte eigentlich vom Mindset her so reingehen, du gewinnst das Ding oder du verlierst so nach dem Motto. Aber ich glaube, so meine Hintergedanken dann auch, wo ich gemerkt habe, ich werde langsamer, ich kann das Tempo nicht mithalten, dass ich mir dann selber gesagt habe, ja, gib dich damit zufrieden, dass du jetzt Sechster, Siebter wirst. Es war zeitlang auch ziemlich fraglich, ob ich es noch auf dem Achten schaffe, weil es, ja, mit Strafen und sowas und alles und ich weiß nicht, ob Duki und Epizuch, die waren dann noch irgendwie. Es war ziemlich hektisch für mich und auch eine richtige Schwitzpartie und am Ende bin ich eigentlich absolut überhaupt nicht zufrieden mit dem Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber im Gesamten mit der Saison, klar, ist es natürlich nicht schlecht und da muss ich auch nochmal jetzt. Props an dich rausgeben, Steffen. Du weißt ja, wie gut wir privat sind. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, gegen dich zu fahren, diese Saison. Leider wahrscheinlich nächste Saison ja nicht mehr, aber es war wirklich, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, gegen dich um Titel zu fahren und auch bist einer wirklich mit der besten Fahrer. Ich weiß nicht, ich kenne den ORC nicht so wirklich, aber das, was du heute gezeigt hast, ich glaube, das unterstreicht nochmal deine Pace. Und auch an Causinho nochmal oder halt an Dennis Glückwunsch zum dritten Platz. Hast du dir Jo. auch verdient. Schön. Konstant gefahren die Saison und dann Cyrus Gane natürlich auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch zum Podium. Auch natürlich sauber gefahren. Wollte ich nochmal Props an alle geben. Aber Jungs, ich bin trotzdem Teamweltmeister. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ja. Um einen Punkt. Hotte und Kasi, ich habe es eben nachgerechnet. Ein Punkt haben die Ich hinter uns. weiß, das ärgert mich Unglaublich. am meisten eigentlich. Weil wir Jawohl. alle vergessen, wir waren zu dritt und da wussten vorher, wir müssen gemeinsam 18 oder die beiden müssen 18 Punkte mehr holen. Ich hätte ja nur quasi den Hotte vorlassen müssen, dann wäre die Sache durch gewesen, aber scheiß drauf. Irgendwie hat das ja auch was mit Racen zu tun, oder? Wir Wie mussten bitte? racen. Ja, ich habe überlegt, ja, wir hatten überlegt halt, wie gesagt, das nach vorne zu drehen, aber irgendwann waren wir, glaube ich. Ja, wir haben einfach nicht mehr drüber nachgedacht, wir haben einfach nur noch gefahren. Am Ende ist es die Fahrerwertung wahrscheinlich dann, die einen dann doch den Ja, nee, die Ehrgeiz. Teamwertung wollten wir, also das hatten wir schon so besprochen eigentlich heute, dass wir gucken, wie es läuft und dann. Aber Ging nicht auf. Stallorder und ja, die Stallorder ist halt irgendwann gestorben, so in den letzten Runden. So, jetzt, Colin hat es eben noch angesprochen. Nächste Saison. Moment, ich muss, bevor ich das anspreche, ganz kurz noch. Colin, ich soll dir von deinen größten Fans schöne Grüße bestellen. Die sind auch dabei hier. Fabrizio und Ja, Tizian. Fabrizio, Tizian, genau. Die Ehrenmänner aus Eferode, Alter. Ah, ja. Finde ich gut, dass sie dabei waren. Support schadet nie. Nee, auf keinen Fall. So, du hast es eben angesprochen. Nächste Saison, ganz kurz noch. Colin, wo fährst du nächste Saison mit? Ich habe den Wunsch geäußert, gerne in die Sim zu wechseln. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das klappen wird oder nicht. Aber ich hoffe mal, dass das klappt. Und das ist ja mein Wunsch für nächste Saison. Wenn nicht, fahre ich in der A. Dann würde ich Steffen da wiedersehen. Also je nachdem. Ne? Ja, kannst auch gerne in die A kommen. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich wechsle. Ach so, okay, dann haben wir uns doch während des Rennens ein bisschen vertan, dass wir hatten irgendwie die Info, dass du auch in diesem gehst.
Nee, da ich ja jetzt erst zu, ja, so um Weihnachten rum mein Lenkrad bekomme, ich bin ja immer noch gammeliger Padfahrer. Gebt euch das mal mit Pad. So eine Ja, es Zeit. ist so krass, ne? Er fährt wie ein Wirklich. Roboter mit diesem Scheißstick, ehrlich, der. Eine Maschine! Immer wieder haben wir Ich dieses hab. Rennen gesagt, eine Maschine! Ja, ich hab nur letztens in der Rennleitergruppe geschrieben, Roboter. Es ist ein Roboter mit dieser Genauigkeit, diesem kleinen verfickten Stick da. Naja, pass auf, jetzt wechsle ich auf Lenkrad und bin nachher und komme an die Pace nicht ran, dann muss ich wieder Mir hat das zurückwechseln. einen Schritt nach vorne gebracht. Also, Ja, nachher ich. auf dem Pad war ich Klar, am deutlich Anfang ist das langsamer als erstmal der ein Colin. Rückschlag, ne? Ja, ich hoffe halt auch, dass mir das irgendwie nochmal einen Boost gibt. Und ja, aber halt jetzt auf Lenkrad und in die Rinne zu wechseln, ist mir halt einfach ein bisschen zu viel auf einmal. Ich will das ein bisschen Step by Step machen. Also erstmal Lenkrad, eine Saison in der A, mal gucken, wie es läuft und dann vielleicht zur dritten Teilsaison oder dann allerspätestens zum neuen Spiel, denke ich, bin ich auch in der Sim unterwegs dann. So, auf jeden Fall der Fahrplan. Da freuen wir uns auf jeden Fall, dich nächstes Jahr in der Art zu sehen. Ja. Dann, Caugino, wie sieht es bei dir nächste Ja, Saison aus? ich habe mir gedacht, wenn die alle abhauen aus der Serie B, muss ich mit in die Sim wechseln. Ich fahre Muss ja ich schon mit. jetzt gefühlt die vierte Teil, eine zweite Teilsaison fahre ich ja jetzt schon quasi gegen Colin, Philipp und die Jungs aus der C3 und dann dachte ich, ja, alles klar, die dritte Teilsaison nehme ich auch noch mit. Sehr gut. Also Freuen wir eine uns auch. spontane Entscheidung. Also wird die Sim 3 dann auch spannend, wa? Ja, ich werde mit dem Kasi zusammen als Team da antreten. Ja, mal gucken. Ja, Muss ich freuen dann wir uns auch erstmal schon. Linie, ABS und Traktion ausschalten. Das ist vielleicht alles ein bisschen heftig auf einmal, aber. Oh, ich weiß nicht, ob der Ducki zuhört. Ich habe gerade mir meine Zusammenfassung angeguckt. Ducki, ich habe dich überholt heute. Okay, und Quang? Nee, Mann. Boah, jetzt bin ich mit den Namen raus. Cyrus Kane. Du bist ja auch noch in der Party. Ich weiß jetzt nicht, wo du in der WM gelandet bist. Wie sieht's bei dir aus nächste Saison? Ich werde noch in der B weiterfahren. Ah, super. Dann werde ich dich auf jeden Fall noch kommentieren können. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie der Fahrplan aussieht. Da sind wir alle gespannt. So, okay, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei allen. Nochmal Glückwunsch an alle. Danke an Und euch fürs Kommentieren, wie immer. ja, War immer bestimmt gerne. spannend. Oh, Das das war Rennen werde sehr ich mir auf jeden spannend, Fall ey. nochmal angucken. Das war ein echt spannendes Rennen. Danke dafür nochmal. Jo. Deswegen mache ich das, weil es immer wieder spannend Weißt du, ist. wer in der Sim 1 abgestiegen ist? Nee, kein Überblick über die Sim 1. Die Sim-Serien interessieren mich nicht so sehr. Noch nicht. Okay. Noch fahre ich selber Weißt nicht du, Sim. wo in der C2 die Ergebnisse, die ersten drei? Nee, weiß ich leider auch nicht. Da hat Alex List gewonnen, auf jeden Fall. Das weiß ich. Das ist sehr gut. Dann ist Yogi Zweiter. Alles klar. Okay. Dann verabschiede ich mich auch von den Zuschauern und ja, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Saison. Ciao, ciao.